Blaues Auto, blauer Himmel. Wir sind heute auf der Fahrsicherheitsanlage des ADAC in Regensburg. Und zu Gast haben wir den Renault Zoe und Alex Elektrisiert, den beliebtesten Elektromobilitäts-YouTuber. Hey, Alex hier. Seit 3 Jahren bin ich jetzt schon voll elektrisch auf den Straßen Europas unterwegs und heute bin ich euer Zoe-Testpilot. Ah, oh, Gott, der Wahnsinn! Komm, Hilfe! Ja, wie so auf der Teststrecke, dann müssen wir testen. Ja, stimmt. Ja! Was für ein Scheiß! Das war nicht geplant. Der Tom hat uns einfach die Rüttelplatte reingeballert. Der hat uns in der Palle. Tom, du Fuchs, du. Ja, hallo. Mein Name ist Thomas Keil, bin Fahrsicherheitstrainer beim ADAC und ich habe für den Alex und für die Jungs heute ein paar Überraschungen parat. Jetzt wollte ich euch gerade erzählen, dass wir im Kreis waren und schon fliegen wir aus dem Kreis raus. Schau mal, 60 sagt die Uhr. Okay. Das ist natürlich ein paar km/h zu viel. Krass, krass. Der Unterschied zwischen trockener Fahrbahn und nasser Fahrbahn. Das wird einem hier richtig bewusst. Yeah! Lass die Zoe quietschen hier. Yo! Oh. Und jetzt kommt das Wasser. Yo! Hä? Ich glaube, wir brauchen neue Reifen, wenn wir durch sind. Es ist natürlich fürs Fahrgefühl geil, dass du beim Elektroauto aufs Gaspedal tippst, dass die volle Leistungsentfaltung sofort da ist und es macht natürlich auch Spaß. Und ein Plus an Sicherheit eben. Yep, rein! Wie das Auto in Anker wirft. Beim Elektroauto hast du ja die Akkus tief unten sitzen, heißt tiefer Schwerpunkt. Und damit lassen sich Kurven eigentlich auch ganz flott und sportlich fahren. Ne? Und ganz ehrlich, solche Sicherheitstrainings sollte man machen. Es macht mega Bock und man geht als besserer Fahrer heraus. Es war mir ein Fest, Elektroauto zu machen, Spaß und sind sicher. Bis zur nächsten Testfahrt. Ciao.